Man traut gerade seinen Augen nicht beim Blick in die Gazetten und in die Welt der Bewegtbilder. Hier. Innenminister Herbert Reul aus Nordrhein-Westfalen. Es gibt ein Problem von nichtdeutschen Straftätern. Das kapiert langsam jeder. Man muss differenzierte Lösungen finden. Differenzierte Lösungen finden? Hey, ich habe eine Idee. Der Reihe nach. Erst vermeldete die Medienwelt dies. Verweigerung des Handschlags soll Einbürgerung nicht verhindern. Wer aus religiösen Gründen Frauen den Handschlag verweigert, wird nicht von der Vergabe des Passes ausgeschlossen. Beim Lesen gingen mir zwei Sachen durch den Kopf. Erstens, wenn es um religiös motivierte Frauenverachtung geht, dann halte ich den Begriff Handschlag für etwas missverständlich. Zweitens dachte ich sofort, Moment mal, wir hatten doch zwischen 2020 und 2023 quasi ein Handschlagverbot wegen Todesgefahr. Drum brauchen wir ein solches Gesetz, damit es jetzt bei einem Einbürgerungstest nicht heißt, Sie haben die Ghettofaust gemacht, jetzt können Sie kein Deutscher mehr werden. Die Ambivalenz der aktuellen Einbürgerungsdiskussion ist bemerkenswert. Auf der einen Seite spricht sogar Olaf Scholz davon, dass Abschiebungen im großen Stil nötig seien. Auf der anderen Seite wird das Verfahren zur Erlangung der deutschen Staatsbürgerschaft erheblich erleichtert. Vielleicht ist das gar kein Widerspruch. Es gibt ein Problem von nichtdeutschen Straftätern. Das kapiert langsam jeder. Man muss differenzierte Lösungen finden. NRW-Minister Reul sinniert über Ausländerkriminalität und will differenzierte Lösungen. Nichts leichter als das. Ich habe eine Idee. Die Bundesregierung sollte einfach im Internet an ausnahmslos alle Menschen die deutsche Staatsbürgerschaft vergeben. Oder noch besser, jeder Mensch auf der Welt ist automatisch deutscher Staatsbürger, solange er nicht handschriftlich auf Büttenpapier in Deutsch, Englisch und Swahili widerspricht. Die Folge? Alle Menschen sind über Nacht Deutsche. Egal wann, egal wo. Keine Abschiebungen aus Deutschland nötig und auch nicht möglich. Grenzkontrollen überflüssig. Ich bin überzeugt, es gibt genügend Politiker, die jetzt denken, also von einem konservativen Kabarettisten hätten wir solch einen vernünftigen Vorschlag nicht erwartet. Was meinen Sie, Staatsbürgerschaft für alle? Dann gäbe es auch kein Problem mehr mit importierter Kriminalität. Wären ja alles Deutsche. Gute Idee, oder? Im Kommentarfeld unten ist sicher noch Platz für Ihre Meinung. Falls Sie beleidigend werden möchten, dann bitte nur gegen mich.